Unter den geistigen Repräsentanten im Nachkriegsdeutschland waren Sie, Herr Jens, von Anfang an derjenige, der Sie bis heute geblieben sind. Eine Ein-Mann-Institution. Gefürchtet, bewundert, respektiert. Sie haben nie zu einer politischen Richtung oder Partei gehört, es sei denn zu Ihrer eigenen. Wie würden Sie diese Ein-Mann-Partei Walter Jens beschreiben? Ich fühle mich als, oder empfinde mich als ein bürgerlichen Radikaldemokraten der Aufklärung verpflichtet. Meine Hausheiligen heißen Lessing und Fontane. Das heißt Aufklärung um jeden Preis, aber auch Nonchalance, Liberalität, Toleranz, die Kunst, den anderen gewähren zu lassen bei großer Entschiedenheit. Ich gehöre zu denjenigen, die im Jahre 1968 die Scheißliberalen genannt wurden und die sich heute, da andere so ganz schnell nach rechts gegangen sind, am linken, sie ihr linken Flügel wiederfinden. Wenn ich mir so vergegenwärtige, Ihre verschiedenen Tätigkeiten, Ihre verschiedenen Berufe, Sie sind Romancier und Erzähler. Sie sind Professor für klassische Philologie und allgemeine Rhetorik. Sie sind ein Stückeschreiber für Funk und Fernsehen. Sie sind der Mann auf Kanzel und Katheder, der große Redner unserer Republik. Sie sind der Literatur- und Fernsehkritiker. Sie sind der Übersetzer. Dann frage ich mich, was kennzeichnet Sie eigentlich nach Ihrem Verständnis am umfassendsten? Der schlichte Begriff homme de lettres. Ich schreibe keine Romane mehr. Es gab immer sehr viel bessere Romanciers. Die Romane, die ich geschrieben habe, glaube ich, sind so gut, dass man sagen darf, er kann mitreden. Also er beherrscht sein Handwerk. Es sind ordentliche Bücher, die von einer gewissen Perfektion zeugen. Ich kann Romane bauen etc. Aber da habe ich meine Grenzen, auch sicherlich als Stückeschreiber. Es macht mir Spaß, mich auf verschiedenen Feldern umzuschauen. Ich bin neugierig. Aber wie gesagt, der Begriff homme de lettres, Sie können auch ruhig sagen, Literat, der treffe mich wohl am genauesten. Walter Hinck hat einmal gesagt über mich in einer Laudatio, also, das gibt bestimmt bessere Wissenschaftler als Ihnen, es gibt bessere Schriftsteller etc. Also im Zehnkampf, da kommt ihm so leicht keiner bei. Und so empfinde ich mich eigentlich als genuinen Zehnkämpfer. Nicht wie Lessing. Zuallererst und zuvörderst war er Redner, was Sie über Lessing geschrieben haben. Trifft das nicht auch auf Sie zu? Ja, selbstverständlich. Also, dass man reden kann, ist für mich deshalb wichtig. Ich bin seit meiner Kindheit, seinem zweiten Lebensjahr, schwerer Asthmatiker und konnte mich sozial einbinden, eigentlich nur dadurch, dass ich zu reden vermochte. Wenn Sie wollen, ich machte eine schlechte Figur, ich ging puckelig, ich atmete schwer. Meine Zukunft, ich bin 1923 geboren, meine Zukunft war düster, denn ein kranker Mensch im Nazireich, der hatte eh keine Chancen. Aber ich konnte mich redend verdeutlichen, konnte spielen mit Spaß. Und auf diese Weise habe ich durch das Reden einen sozialen Bezug gewonnen. Mhm. Sie sind, das haben Sie gerade gesagt,
1923 in Hamburg geboren. Für mich verkörpern Sie eigentlich den weltläufigen, den urbanen Hanseaten, trotz der 45 Jahre, die Sie schon in Tübingen leben. Darüber werden wir ja noch sprechen. Ihr Vater war Bankbeamter und Ihre Mutter Lehrerin. Ja, mein Vater war ein nüchterner, korrekter, nicht aufsässiger Bankbeamter, ein kleiner Bankdirektor, der aber auch mit dem Regime, das damals herrschte, seinen Frieden gemacht hat. Im Grunde genommen ein unpolitischer Mensch. Meine Mutter war eine rote Hamburger Volksschullehrerin, die, das sind ja alles Zufälle, die da mitspielen, uns Kindern etwas verdeutlicht. Ich denke, je älter ich werde, immer mehr darüber nach. Nämlich, es ist lustvoll, so für sich hin im Stil der Jugendbewegung, ich würde fast sagen, zu latschen. Und es ist widerwärtig, im Gleichschritt zu marschieren. Ich erinnere mich genau, 1. Mai 1933, Tag der Arbeit, wie er damals schon hieß, die Kolonnen marschierten vorbei. Könnt ihr bedenken, uns, mich und meinen 2 Jahre jüngeren Bruder, hat das vielleicht sogar imponiert, ich kann mich nicht mehr entsinnen. Jedenfalls sagte meine Mutter, oh, dieser Zwang, wie ich ihn hasse. Es ist unwürdig, wenn Menschen im Gleichschritt marschieren. Sie haben soeben von Ihrem Asthma-Leiden gesprochen, was Sie schon seit früher Kindheit haben. Was hat diese Krankheit... Heinrich Alberts und ich nicken uns dann mit unserer Inhalatoren zu. Ja. Was hat die Krankheit für Sie, für Ihr Leben bedeutet? Auch für Ihre frühen Lektüre-Erfahrungen, für Ihre Hinwendung eigentlich zu dem, was Sie später geworden sind? Ich brauchte nicht für Adolf Hitler auf dem Felde der Ehre in Russland zu fallen. Und das hat mir die Krankheit zunächst einmal eingebracht, sondern ich durfte lesen und lesen und lesen. Und während die anderen Ausmärsche machen mussten, konnte ich Schiller lesen. Schiller war mein erstes großes Leseerlebnis. Ich war vielleicht nach Felix Dahn. Nach den Buddenbrooks. Ja, die Buddenbrooks kam ein klein bisschen später, aber mit den Buddenbrooks habe ich gelebt. Und das Wichtigste im Kriege war der Zauberberg. Der Zauberberg war hier bei mir auch in der Brusttasche. Das heißt, wenn ich dann eben einem Angriff zum Opfer fiel, dann auch der Zauberberg mit. Ich habe den ganzen Krieg diesen Zauberberg bei mir getragen. Frau Bickler, ich hatte das ungeheure Glück, ich weiß nicht, wie es kommt, immer richtige Lehrmeister zu haben. Sie hatten das Glück, studieren zu können, mitten im Krieg. Ja. Aber Sie haben angefangen mit Germanistik, glaube ich, in Hamburg, in Freiburg und Hamburg. Ja. Und haben dann aber nach wenigen Semestern dieses Germanistikstudium abgebrochen und haben stattdessen die klassische Philologie gewählt. Aus welchen Gründen haben Sie das gemacht? Sicherlich aus politischen. Also ganz eindeutig. Man musste Kompromisse machen. Und diejenigen Autoren, die ich liebte, die kamen halt nicht vor. Thomas Mann kam nicht vor, die Immigranten kamen nicht vor, die waren in der Bibliothek, die meine Mutter sich angeschafft hatte, stattdessen Kolbenheier, Griese, Blunk etc. Die Romantik, Deutsch wurde gefeiert, nicht wahr? Die deutsche Bewegung, es ekelte mich an. Und dann hatte ich eben das große Glück, wiederum einen Meister zu finden, meinen Lehrer Bruno Snell in Hamburg. Und ist eigentlich Snell derjenige gewesen, der so den wissenschaftlichen Eros in Ihnen geweckt hat? Mein eigentlicher Lehrer ist Bruno Snell geblieben. Daneben gab es Walter Nestle in Freiburg. Heidegger habe ich schon bewundert. Ich verstand das bei weitem nicht, aber dieser Alemannenschädel ins Gestein hineinbohrte und fragte, was ist das Nichts? Man kann nicht so fragen, sagt er dann, denn das Nichts, in Anführungsstrichen, ist ursprünglicher als das Sein. Und wenn ich einen großen Moment, Robin Gernert, in meinem Leben herausgreifen soll, einen für mich bewegenden,
Nicht irgendein Preis und nicht eine Auszeichnung, sondern als meine Lehrer. Um 1960, als ich einmal in Freiburg im Hörsaal A sprach, Audi Max, als meine Lehrer Heidegger und Rehm da vor mir saßen. Ich dachte, du bist verrückt. Das geht nicht. Was machst du hier? Die müssen da oben sein. Und du, kleiner Jens, da unten. Ich, kleiner Jens, sitzt da. Und in der ersten Reihe sitzt Martin Heidegger und hört mir zu. Das sind die Erlebnisse und nicht irgendwelche Auszeichnungen, nicht wahr? Die man nicht mehr vergisst und wo man denkt, hast es vielleicht doch zu was gebracht irgendwie. Ne? Nach Kriegsende gehen Sie nach Tübingen. Und in Tübingen habilitieren Sie auch mit einer Arbeit über Tacitus. Und das im Jahr 1949 war das. In diesem Jahr erscheinen Sie erstmalig im Spiegel. Denn der gelehrte Walter Jens führt eine Doppelexistenz. Er ist nicht nur ein Akademiker, er ist gleichzeitig ein Schriftsteller. Der Spiegel schreibt eine Karriere mit Nietzsche drall. Denn zur selben Zeit veröffentlichen Sie Ihren ersten Roman Nein, die Welt der Angeklagten. Das ist ein Buch, das die Welt des Totalitarismus darstellt, präzise, kalt und nüchtern, aber wo man nicht spürt, dass da subjektive Erfahrungen eingeben. Man hat das Gefühl, wenn man das Buch liest, es sind eigentlich Erfahrungen aus zweiter Hand. Ja, das ist ganz richtig. Meine Söhne haben, zwei Söhne, gern von mir gesagt, der Vater lebt aus zweiter Hand. Das ist richtig. So viel immer ich erlebt haben mag, schon durch meine Krankheit waren die Primärerlebnisse Erlebnisse, das geht mir nicht anders als im Großen Lessing, des Lesens und des Schreibens. Also meine primäre Welt ist die des Lesens und des Schreibens. Und meine Reiselust zum Beispiel, das war ganz gering. Du warst ja nie in Japan und du warst einmal in Amerika und du kennst die Welt gar nicht. Das ist vollkommen richtig. Ich liebe den Raum des Mittelmeers, das begreife ich ungefähr, aber es würde mich nie reizen. Ich verstehe die Kultur nicht, nach Indien oder nach Japan zu fahren. Ich war einmal in Amerika und habe geweint vor Freude, als ich wieder in Europa war. Was ist die Welt, die du kennst? Ich meine, ist das ganz anders. Wir sind in New York mehr als in Wiesbaden und Köln zu Hause, nicht wahr? Also, das beneide ich auch. Aber was ich gelernt habe, ist eigentlich immer durch das Lesen erfolgt. Also, ich sehe Toni Buddenbrook oder Josef K. Genauer vor mir als Tausende von der Welt der Wirklichkeit. Ja. Damals ist dieser erste Roman von Ihnen, den Sie als 26-Jähriger schreiben, ja in Deutschland ungemein breit diskutiert worden. Er wird, und das fand ich sehr erstaunlich und mich interessiert da Ihre heutige Meinung dazu, er wird in eine Reihe gestellt mit Böll und Nossack, mit Arno Schmidt und Max Frisch. Von heute her gesehen, wie beurteilen Sie solche Vergleiche? Das kann ich wenig beurteilen. Ich bin meinen eigenen Roman gegenüber ohne Koketterie sehr skeptisch eingestellt. Wie gesagt, ich halte sie für Ausweise eines Talents eigentlich nicht mehr. Sie sind verglichen worden damals, gerade in der Welt der Angeklagten mit Orwell, den ich überhaupt noch nicht kennen konnte. Aber natürlich der Einfluss Kafkas ist riesig. Andererseits habe ich in späteren Jahren, als eine neue Ausgabe erschien, versucht, diesen Roman mit dem Handwerkzeug des erfahrenen, auch kritisch geschulten Autors neu zu schreiben. Jeder Satz wurde besser, das Ganze unendlich viel schlechter. Es fehlte die Frechheit, die Frische, die Naivität, auch der Schwung etc. Das alles war dahin. Wenn wir noch mal auf die Anfänge, Ihre schriftstellerischen Anfänge zurückgehen, so haben Sie gleich, als die Gruppe 47 sich bildete, an ihr teilgenommen. Sie gehörten mit zu den Gründern der Gruppe 47. Nicht ganz. Also ich war zum ersten Mal 1950, 47 wurde sie gegründet, aber ziemlich früh. Ziemlich früh, in den ersten Jahren.
Und Hans-Werner Richter schreibt über den jungen Schriftsteller Walter Jens etwas sehr Merkwürdiges. Er schreibt, diese Poeten, die dort zusammenkamen, waren ein ziemlich verwahrloster und diffuser Haufen. Da kam einer dazwischen, der war furchteinflößend gebildet, gelehrt, der passte in diese Gruppe gar nicht herein. Das war Walter Jens. Vor allen Dingen die meisten von denen, die Schnurres, die Kolbenhoffs, die Andersch, waren Autodidakten. Jens war der Akademiker und er war auch ein Zivilist. Haben Sie sich damals in den Anfängen dieses merkwürdigen, gemischten Haufens als ein Fremdkörper, als ein Außenseiter gefühlt? Ein wenig nicht so stark, wie Hans-Werner Richter es beschreibt. Er beschreibt ja nicht nur mich, sondern sehr viele, sehr kritisch, etwa auch Mödel und so weiter. Ich denke, dass er es etwas zu kritisch gesehen hat. Aber es ist richtig. Also mir ist nichts so verhasst wie Kameraderie und vor allen Dingen auch so Saufkameraderie, so Schnurrer, alter junger Mensch, wie geht's denn, altes Haus? Ach, es war mir eigentlich, ich zog mich dann zurück, las schon die Texte, nicht wahr, die ich vielleicht dann vorlesen wollte oder studierte das, was am Tage vorher gelesen wurde, war das schon ein bisschen akademisch, nicht wahr, und passte vielleicht nicht so ganz dazu. Das wurde natürlich nachher ganz anders als Joachim Kaiser oder Höllerer oder Reich Radinsky oder Hans Mayer kam, nicht wahr? Da war man in Erfahrung, aber ich war da so ein bisschen Zwitterding immer. Habe ja auch zweimal den ersten Preis knapp verfehlt, einmal gegen Ingeborg Bachmann, einmal gegen Ilse Eichinger lesen, beide mal knapp verloren. Ich war dann der Zweite, ich wollte dann gegen Bachmann und Eichinger zu verlieren, ist auch nicht so schlimm. Hat Sie das gekränkt oder hat Sie das gar nicht entmutigt? Nein, das hat mich nicht gekränkt. Nein, das war immer die Spiegelgeschichte und das war ein Stück von der Bachmann. Ich las aus den vergessenen Gesichtern, ich glaube, man kann dazu Ja sagen, zu diesem Urteil gegen mich. Aber ich fühlte mich natürlich ungeheuer geehrt, nicht? Ich hatte den ersten Roman geschrieben, las eine Geschichte, die ich in der Nacht vorher geschrieben habe, sonntagnachmittags um 3 auf der Tagung in Inzigkofen. Aber da war Günther Eich, nicht wahr? Da waren ganz berühmte Leute. Ich weiß noch, Walter Kolbenhoff, den wollte ich gern ansprechen. Der kam mit seinem Hund, dem Hund Pelle. Aber ich wagte es nicht, ich war zu schüchtern, er war zu berühmt, ich war ein absoluter Nobody, nicht? Und also ich sah schon auch zu diesen Figuren auf und das hat sich erst dann später dann ganz selbstverständlich ergeben, dass wir eben als Freunde sprachen. Und Frau Bingerlein, das hat schon mein Leben geprägt, denn das war nicht Herr Eich, sondern mein Freund Günther. Oder mein Freund Heinrich Böll. Oder mein Freund Wolfgang Kildesheimer. Und ich lebte in der Provinz in Tübingen doch immer in einer festen Phalanx. Einige Tage kam Celan mal, wohnte 3 Tage bei uns. Ingeborg Bachmann kam zu uns. Aber vor allen Dingen waren es eben die alten Mitglieder, mit denen ich bis heute eng befreundet bin. Vor allen Dingen, es leben ja nicht mehr so sehr viele, natürlich Wolfgang Hildesheimer, nicht wahr? Auch Marcel Reich-Radinsky habe ich kennengelernt in der Gruppe 47. Das ist nicht nichts, so zu wissen, du lebst da in einer Phalanx und bist nicht allein. Sie haben ein Buch geschrieben, Sie haben es soeben angesprochen, Die vergessenen Gesichter. Ja. Das ist ein Roman, der von alternden Schauspielern, die in der Maison Savarin in Südfrankreich leben, sich zurückgezogen haben, ihre kleinen Sehnsüchte und großen Vergangenheiten dort miteinander besprechen und spielen und nochmal die Rollen ihres Lebens zurückrufen, sich selbst zurückrufen. Und da merkt man ganz deutlich, hier verlässt sich einer auf die Kraft des Erzählens, auf die Kraft seiner Fantasie. Richtig. Wenn ich das Buch wieder lese, bin ich in der Tat ein bisschen verwirrt, dass ich sage, hättest du doch gekonnt, nicht wahr? Ja. Hättest du doch gekonnt, da hast du so ganz einmal frei erzählend, imaginativ ein Talent gezeigt, das du sonst vielleicht ein bisschen unterdrückt hast. Heute könnte ich es nicht mehr, aber ich mag das Buch immer noch. Es ist wie vieles andere, obwohl es noch greifbar ist als Taschenbuch,
mehr oder minder vergessen hat. Ja. Vergessene Gesichter. Sie schildern im Grunde in diesen ganzen Büchern bis Mitte der 50er Jahre, die Sie schreiben, schildern Sie schwermütige und melancholische Existenzen. Was hat Sie so früh schon an dem Phänomen der Schwermut interessiert? Schauen Sie, ein Asthmatiker sieht die Welt zunächst einmal aus einer gewissen Distanz als feindlich. Da ist ein Allergen. Und da ist doch eine Blume, die bekommt mir doch nicht. Da gehst du in den Raum dahin, die Damen, die riecht ja so nach Parfum. Es begegnet ihnen eigentlich alles feindlich, aber sie haben nur ein Ziel, ein bisschen abgehoben, distanziert und nur nicht zu nahe heran. Das ist das eine, glaube ich. Und das andere ist, dass sie doch etwas auch an diesem Melancholiker fasziniert, ja, weil er ein ganz besonderes Verhältnis zur Zeit, damit natürlich auch zum Alter hat. Lebt er nicht mehr in der Vergangenheit, im Gestern und vielleicht auch in der Zukunft, sehr richtig, aber keinesfalls in der Gegenwart? Richtig. Also mich hat immer der Mensch interessiert, der ein riesiges Gestern hat und der träumt von morgen, aber der eigentlich nicht im Heute lebt. Das ist genau der Punkt. Also das Gestern ist groß und das Morgen ist groß und das Heute ist relativ klein, also das Muntere und Vitale mitmachen, sondern das lange Bedenken und das noch längere Voraussehen, wie wird es werden. Es vergeht kein Tag, wo ich mir nicht vorstelle, wie wirst du sterben, wie wird es sein, wie richtest du dich darauf ein. Wobei mich merkwürdigerweise immer der Tod mehr als das Sterben fasziniert hat. Also in dem Sinne, Tod heißt nicht das radikale Nichts. Macht man nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Also ich bin gern dabei und ich stelle mir den Augenblick so vor, man stirbt und draußen machen Leute Urlaubspläne. Und es geht weiter und es geht weiter und du bist nicht mehr dabei. Also, das ist schon ein bisschen griechisch natürlich auch, nicht wahr? Also, lieber ein Tagelöhner auf der Welt als ein König im Reich der Schatten. Lassen Sie uns, Herr Jens, noch mal sprechen, wie es bei Ihnen nach der Schriftstellerexistenz, also nach dem Jahr 1963, weitergegangen ist. Sie treten eigentlich ein bisschen früher schon, aber quasi parallel als Essayist, als Redner, als Stückeschreiber für Funk und Fernsehen auf den Plan. Und Sie werden, das ist, glaube ich, sehr wichtig, Sie werden 1962 auf den ersten Lehrstuhl für klassische Philologie und allgemeine Rhetorik berufen. Das ist immerhin 13 Jahre nach Ihrer Habilitation. Ja. Weshalb so spät? Ich habe Allotria getrieben, nicht? Ich habe mich wissenschaftlich nicht recht ausgewiesen. Also diese Karriere mit Dienststrahl, ich war 21, Doktor, 26 Dozent, noch 30 Professor vielleicht, außer Plan, wie sagt man wohl, die endete, weil ich mich mehr im Kreise der Gruppe 47 herumtrieb, als über Aischylos, Aristophanes oder Homer zu schreiben. Das ist gar keine Frage. Und als ich nun diesen Lehrstuhl durch die Ingeniosität meines damaligen Chefs Wolfgang Schadewald bekam, die klassische Philologie hat wieder einmal gekalbt, jetzt kommt die Rhetorik dazu, da veränderte sich die Einstellung. Ich hielt dann erst eigentlich die wichtigsten Reden. Ich bin dann erst, habe mich dann erst als Redner profiliert, habe auch über Rhetorik selbstverständlich viel geschrieben. Ihr Lehrmeister in Sachen Rhetorik ist so allerförderst lässig gewesen und heute noch. Wie würden Sie denn die Rhetorik definieren, beziehungsweise die Frage, was macht die Redekunst beziehungsweise den guten Redner aus? Der große Redner, ich nehme Ihre beiden Fragen vielleicht ein bisschen zusammen, der große Redner ist nie ein Agitator. Also Goebbels war ein ungeheuer wirksamer Agitator. Aber zum bedeutenden Redner, wie ich ihn verstehe, schon im Sinne von Aristoteles,
gehört Moralität, gehört die Fähigkeit zu argumentieren. Der wirklich verlässliche Redner überredet nicht, sondern er überzeugt auch. Er lehrt, aber natürlich muss er auch die Herzen bewegen, sonst ist er verloren. Also zur Redekunst gehören drei Aufgaben nach antiker Theorie. Erstens zu belehren die Menschen, zweitens die Menschen zu erfreuen, auch muss Spaß machen, und drittens die Herzen zu bewegen. Ja. Als politischer Redner von Ihren politischen Grundüberzeugungen her, das haben Sie immer wieder gesagt, sind Sie ein bürgerlicher Republikaner, ein Radikaldemokrat. Das haben Ihnen Ihre Gegner oft vorgeworfen. Was verstehen Sie unter radikal? Ich verstehe unter radikal, ganz im Sinne von Thomas Mann, im Sinne der großen Verheißung der Französischen Revolution, ein Gleichgewicht von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, das will ich immer vergessen, nicht? Wenn ich das ergreifen sollte, würde ich sagen, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit herzustellen. Aber diese Dissonanz von Freiheit und von Gleichheit, die nichts mit Gleichmacherei zu tun hat, zu überwinden, das wäre mein Ziel, wenn ich es mit einem Satz sagen sollte, wäre es schon ein Bekenntnis zum Artikel 34 der Französische Revolutionsverfassung von 1793. Die Gesamtgesellschaft ist unterdrückt, wenn nur ein einziges ihrer Glieder unterdrückt ist. Dafür einzutreten, das nenne ich radikaldemokratisch. Wenn ich mir Ihre verschiedenen Reden, Predigten, Ansprachen zu öffentlichen Anlässen, zu Gedenktagen, zu Schriftstellerkongressen ansehe, als Redner unserer Republik sind Sie ja bei allen Anlässen immer wieder präsent gewesen, dann frage ich mich, gibt es so etwas wie ein gemeinsames Ziel oder ein oberstes Prinzip, das diese unterschiedlichen Reden und Ansprachen zusammenhält? Der gemeinsame Sinn, das gemeinsame Ziel ist sicherlich im weitesten Sinne die Aufklärung befördern zu helfen, indem ich auch über Dinge spreche, die scheinbar abseits sind und von denen man aus dann plötzlich ins Zentrum gelangen kann. Was die Wirksamkeit angeht, so habe ich mir selbst schon ein Hindernis aufgestellt. Ich brauche viel zu viele Fremdwörter, die Sätze sind viel zu lang und alles, nicht wahr? Aber das ist halt mein Stil, ohne den wirke ich dann nicht überzeugend. Also das könnte einfacher sein und schlichter sein und weniger fremdwortartig. Und auch Freunde von mir sagen, leider muss ich wieder das Fremdwörterbuch dazu nehmen. Und so, ich merke das gar nicht. Aber das ist mein Naturell. Ach, ich mache die langen ciceronianischen Perioden so gern. Da könnte, um es zum dritten Mal zu wiederholen, einer sagen, gleichwohl. Also diese Hauruck-Sätze mag ich nicht, sondern ich mag schon die ausschwingenden, langen Perioden, die sich oft gesprochen, vielleicht überzeugender als beim Lesen. Es wechselt aber auch vom Publikum und vom Thema her, wenn Sie zum Beispiel Predigten halten. Ja. Wenn ich an die Predigt denke, die Sie gehalten haben über Jesus und die Frauen. Ja. Ich glaube, das war in der Kirche in Keitum auf Sylt. Oder Sie haben auch einmal eine der großen Predigten in der Katharinenkirche in Hamburg gehalten. Ja. Dann merkt man eben, dass die Sätze nicht diese ausschwingenden langen Perioden haben mit den vielen Zwischenteilen, sondern dann viel Predigen ist etwas anderes. Ja, ich predige gern und auf vielen Kanzeln, auch durch den Genius Loci da ergriffen. Also es war schon nichts etwas Besonderes für mich, als ich zur Zeit der alten DDR im Lutherhaus im Augustinerkloster in Wittenberg gepredigt habe oder Dresdner Kreuzkirche, nicht wahr? Auf Kirchentagen häufig, nicht wahr? Ja, auch in der Deutschlandhalle in Berlin schon, nicht wahr? Die allerdings nicht ganz voll war, aber die fast auch 10.000 Plätze, und zwar nur 7.000 da, ist auch ganz schön.
Sehen Sie sich mehr als ein politisierender homme de lettres oder als ein homo politicus? Selbstverständlich mehr als ein homme de lettres, der auch Politik mitbewirkt. Natürlich gab es immer wieder Leute, die sagten, also wollen Sie nicht vielleicht auch Ihre Reden im Bundestag halten? Mhm. Ich hätte gerne mal eine Rede im Bundestag gehalten, das würde ich nicht sagen, zu einem bestimmten Anlass. Aber als Politiker bin ich vollkommen ungeeignet. Weil der Schuss Pragmatismus und der Schuss... Schuss Pragmatismus, bin auch ungeduldig und möchte doch die großen Visionen nicht vergessen und muss dann zu irgendwelchen Leuten über irgendwelche Kleinigkeiten und möchte nach dem Munde sprechen etc. Also das könnte ich nicht. Das heißt nicht, sondern im Gegenteil, abschätzige Bewertung des Berufs des Politikers. Ich würde gern, Herr Jens, über den Essayisten, der ja beinahe gleichzeitig mit dem Rhetoriker in die Öffentlichkeit tritt, sprechen. Und zwar parallel mit dem Aufhören der Schriftstellerei werden Sie als Essayist produktiv und Sie veröffentlichen mehrere Essaybände. Einer der wichtigsten ist, mit dem ich auch groß geworden bin, statt einer Literaturgeschichte. Ja. Ende der 50er Jahre erscheint dieses Buch. Man merkt, da schreibt ein Schriftsteller und kein Wissenschaftler und wir sind mit diesem Buch groß geworden. Worin sehen Sie das Ungewöhnliche, das Neue in der Art der Betrachtung der Literatur, was sich abhebt von dem, was damals die herkömmliche Literaturwissenschaft getrieben hat? Also zunächst ganz simpel, vordergründig Spaß an Formulierung. Nicht? Es muss brillant, witzig, amüsant sein, das eine. Und dann Zusammenfügung, weiter Zusammenhänge in wenige kurze Sätze. Ich habe mich jetzt zu meinem Freud-Essay, den ich vor 2 Jahren gehalten habe, zu meiner Freud-Rede, 24 Seiten, dann mal die Vorarbeiten angeguckt. Das waren allein Exzerpte über 200 Seiten, nicht wahr? Also, das sind solche Vorstudien, gehen da voraus und dann habe ich das Ziel, und das macht natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit der Verständigung aus, so dort, wo andere Kapitel schreiben, Absätze zu schreiben. Und wo andere Absätze schreiben, einen Satz zu schreiben. Das heißt, der große italienische Schriftsteller Cesare Pavese hat mal gesagt, so synthetische Konzentrate zu erfinden, so Sätze für weite Zusammenhänge und so formelhaft zu schreiben. Und aber so doch bewegend, das freut mich, dass das Sie sagen, Frau Pinkeler, dass Sie Leser der Ansicht sind, soll ich mal weiterlesen, interessiert mich. Der Autor ist interessant, damit kann ich etwas anfangen. Herr Jens, eine Ihrer wesentlichen geistigen Wurzeln ist die Antike. Bei Ihren Stücken fürs Fernsehen haben Sie immer wieder Stoffe aus dem Altertum gewählt und sie dann mit Verfremdung und auf unsere Gegenwart gerichtet neu und umgeschrieben. Weshalb haben Sie eigentlich nie Stoffe aus der Gegenwart gewählt, beziehungsweise weshalb brauchen Sie die Distanz, um heutige Probleme im Gewand des Altertums abzuhandeln? Ja, das Verhältnis von gestern und heute zeigt die Gegenwart unmittelbarer, als wenn ich sie direkt angreife. Und deshalb brauche ich brauche immer eine Folie, um das darzustellen. Das hat nochmal die Sistrate und den Untergang etc. Auf diese Weise meine ich, dass ich die Gegenwart präziser erfassen kann als mit einer Enfance-Analyse. Warum ich darüber hinaus, abgesehen davon, dass ich nun mal studierter Altphilologe bin, immer wieder auf antike Modelle zurückgreife, wohl deshalb, weil mir das antike Menschenbild, obwohl ich mich als Christ verstehe, wenn man das kann, das antike Menschenbild für die Gegenwart verpflichtend zu sein scheint in einem Punkt. Schauen Sie, in der Antigone des Sophokles heißt es, diesem berühmten Chorlied, was immer falsch übersetzt wurde, vieles Gewaltige lebt und nichts ist gewaltiger als der Mensch. Das heißt im Griechischen Deinos, das heißt Ungeheuer. Ungeheuer ist viel, aber ungeheurer nichts als der Mensch. Und nun kommt, was der Mensch alles leistet, fährt über das Meer, zähmt das Getier, lernt Rede, Luftleichten, Sinn,
Nur von dem Tode weiß er keinen Rat, sonst kennt er alles. Und dann heißt es, weit über Erwarten begabt mit Können und Geist, schreitet er einmal zum Schlechten, einmal zum Guten. Genau das scheint mir heute das Menschenbild unserer Zeit sehr exakt zu bestimmen. Der Mensch ist ungeheuer, ist gewaltig durch seine technische Omnipotenz, aber es ist nicht geheuer mit ihm. Seine Moralität ist seiner Erfindungsgabe nicht nachgekommen. Auf einem riesigen Podest kann er sich zum Guten oder zum Bösen, zum Untergangsinstrument oder zur Humanität entscheiden. Das heißt, lass mich nachdenken, die Größe des Menschen besteht in seiner Fallhöhe, dass er so tief fallen kann. Er ist so groß durch den tiefen Sturz. Er ist ein Zwerg vor den Göttern, vor den Menschen ein Riese, aber wie gesagt, die Moralität ist seiner technischen Verfügungskraft nicht nachgekommen. Das ist ein Modell, das, glaube ich, uns ins Herz trifft und deshalb aus diesem Grunde greife ich auch immer wieder auf griechische Stoffe zurück. Interessiert Sie bei diesen Umfunktionierungen der antiken Stoffe mehr das Mögliche als das Wirkliche? Wie hat es gewesen sein können, wie Sie soeben gesagt haben? Das heißt, sind Sie bei all Ihrer Askese und all Ihrer Strenge insgeheim eine Spielernatur? Ja, weil ich so neugierig bin. Ich möchte einfach, also neugierig, es muss ja immer was los sein. Und was doch mal jetzt, sagte Brecht, nicht? Also, was passiert jetzt? Es muss was passieren. Und dann spiele ich mir selbst Gedenkenspiele vor, so wäre es vielleicht möglich, wie gesagt, an die ich am Ende, wie beim Caesar, wirklich glaube. Ja, so ist es tatsächlich. Es ist so passiert und so ist es auch gut und richtig. Und ich liebe die Fantasiespiele und liebe geistige, spirituelle Exerzitien. Weil Sie dem, wie Lessing, dem Spiel verfallen sind, schreiben Sie auch imaginäre Dialoge, schreiben Sie Totengespräche. Das ist ja etwas, was in der heutigen Literatur, außer bei Ihnen, so breit überhaupt nicht vorkommt. Sie haben Lessing und Heine zusammentreffen lassen im Jenseits. Sie haben Sophokles und Brecht zusammentreffen lassen. Wer wäre denn, wenn Sie die freie Wahl hätten, wenn Sie sich jemanden aussuchen könnten, mit dem Sie sich am liebsten unterhalten würden im Hades, wen würden Sie da wählen? Habe ich mich oft gefragt. Ich glaube, dass Lessing gar nicht so interessant wäre. Er schwieg viel. Schriftsteller sind ja im Allgemeinen gute Schriftsteller, nicht so sehr ergiebig, weil sie so gern zuhören. Nicht? Die lassen die Puppen tanzen, sie sollen die anderen mal kommen. Nicht? Die wollen davon lernen, wollen von anderen lernen. Also, wenn ich mir die Gespräche mit Goethe ansehe, Eckermann ist ja stilisiert. Humboldt sagte mal, also er unterhielt sich gerne über den Unterschied zwischen verschiedenen Biersorten und sagte mit viel und ja und so. Er konnte sehr gut sein, aber allgemein denke ich, dass er im Gespräch nicht sehr ergiebig war, Goethe zum Beispiel. Büchner wissen wir zu wenig, ist auch noch zu jung. Kleist, ein Hippie, nicht? Absoluter Grüner, also eine verwegene Figur. Der kam dann und dann stellte seinen Koffer ab und dann blieb er ein paar Wochen. Also das wäre schon ein wirklich interessanter Gast. Thomas Mann war langweilig in Gesprächen, Teegespräche quälten ihn auch sehr. Und Heinrich Heine? Das wäre es nicht. Es gab das wäre Heine gewesen. Ich war Monsieur Henri, also da. Dem wäre ich ganz und gar verfallen. Auch in all seinem Charme, ich war immer von sich selbst und seinen Erfolgen zu reden, dann plötzlich ganz todernst zu werden, von der Krankheit zu sprechen, von der Traurigkeit, von seinen Lieben, nicht wahr? Von der großen Todesangst etc. Nein, also mit weitem Abstand würde ich. Wäre Heine mein liebster Gast. Ja. Und wenn Sie mit Ihrem Freund Wolfgang Hildesheimer zusammensitzen, in seinem Ort, in Poschiavo, können Sie sich dann hin und wieder auf einen gemeinsamen, idealen Gesprächspartner verständigen? Mit Hildesheimer spreche ich eher kurios, in parodistischer, etwas alberner Form,
Heute Abend gehen wir los, was? Ja, haust du auch auf den Putz? Heute Abend haben wir einen Putz. Putz? Heute Abend lassen wir die Sau raus. Was singst du? Wir lagen von Madagaskar. Und du? Oh, du schöner Westerwald. Selbstverständlich. Singe beide. So. Also, da unterhalten wir uns eher auf dieser Weise. Oft Leute, die dabei sind, entweder Tränen lachen oder sagen, das ist mir völlig verrückt. Wir haben uns im Hotel Sacher einmal in dieser Weise unterhalten. Wolfgang, lässt du die Sau raus? Heute Abend nicht. Ja. Aber ich bin auch gern albern. Die Leute sagen immer, eher doch so ein etwas humorloser Moralist, hochpathetisch, kenne mich nicht so ganz. Und deshalb bin ich auch so gerne in dieser Akademie tätig, nach meiner Emeritierung. Als Sie das Amt angenommen haben, also 89 Präsident der Akademie geworden sind, hatten wir die deutsche Einheit noch nicht. Ja. Und Sie fingen unter völlig anderen Voraussetzungen an, diesen Chefsessel zu übernehmen. Haben sich Ihre Aufgaben nicht entscheidend verändert nach der deutschen Einheit? Also zunächst einmal, man braucht jetzt nicht mehr die geringsten taktischen Rücksichten zu nehmen. Also, wenn du das sagst, schadest du dem. Wenn du den jetzt in der Weise attackierst, könnte es ihm schlecht ausgehen. Selbstverständlich musste ich, wie jeder andere, der jetzt nicht lügt, befürchten, dass die Mauer sehr, sehr lange noch hält. Selbstverständlich hätte ich es begrüßt, wenn die beiden Teile, das wäre mit jedem Teil deutlicher, langsam aufeinander zugewachsen wären, die einen, die anderen nicht. Was mich bekümmert ist, dass manche wichtige Dinge, die in der DDR geleistet worden sind, unter unsagbaren Schwierigkeiten, und die mit Humanität und Würde verteidigt haben, zu leicht preisgeben. Und ich glaube, dass, wie Thomas Mann das gesagt hat, ohne die Vision eines humanen Sozialismus nicht auskommen, dass im Augenblick der Begriff so geschändet ist, so entwürdigt, so abgetan, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber wenn die Leute sagen, Utopie, a dirty word, red nicht mehr von Utopie, dann muss ich mich schon als Christ versagen, natürlich nicht. Also das, ohne eine Utopie, ohne die Vision des Bessermöglichen gegenüber dem schlecht Bestehenden, etwa, ohne die könnte ich nicht existieren. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und dies im Augenblick formulierte Schwarz, Weiß, Gut, Böse, Sieg, Niederlage, dagegen wende ich mich doch. Dieses andere Deutschland, für das Sie gekämpft haben, ist sicherlich nicht das, was in der DDR entstanden hat, dort gelebt hat. Da sind wir uns einig. Aber ist nicht ein großer Teil der Bundesrepublik, was man auch immer gegen Sie sagen mag, in Ihrer Verfassung und in Ihrer Entwicklung, spätestens in den 70er Jahren, der Idee, die Sie gehabt haben, vom anderen Deutschland nahegekommen? Näher gekommen? Von der DDR brauchen wir nicht zu sprechen. Also daran habe ich nie geglaubt, dass die DDR sich zu einem sozialistischen Gemeinwesen entwickeln wird. Also bei der DDR war das Schlimmste zu verhindern. Da galt es, Leute aus dem Gefängnis herauszubekommen, nicht wahr? Und da galt es, ein Mindestmaß an Sicherheit für den einen oder anderen, der oppositionell war, zu gewähren. Nicht zu gewähren, ich war von uns aus zu gewinnen. Was anderes, eine andere Möglichkeit gab es da nicht. In anderen Ländern, glaube ich, ist es anders gewesen. Frau Pinker, nein, ich lebe gerne in diesem Land und stehe zu diesem Land. Also ich möchte in keinem anderen Land leben, das ist eine Selbstverständlichkeit. Etwa. Ein dunkler Punkt bei Ihnen, den ich bis jetzt nicht habe aufklären können, ist der. 1988 in der Rede über das eigene Land haben Sie geschrieben, Sie hielten die deutsche Teilung für irreversibel. Sie hielten auch eine Vereinigung nicht für wünschenswert, weder für wünschenswert noch für möglich und haben das sehr merkwürdig begründet. Nämlich mit dem Hinweis auf Auschwitz und auf die deutsche Schuld. Wie sehen Sie heute diese damalige Rede?
Also, ich lasse Sie wieder abdrücken. Sie ist natürlich durch die Ereignisse überholt, aber es gibt nichts Fataleres, als so seine Irrtümer wegzuretuschieren. Ich glaube, dass das alte Deutschland ein für alle Mal verspielt worden ist. Nicht nur in Auschwitz, in Buchenwald etc. Wir leben in einem Lande, in dem es so gut wie keine Juden mehr gibt. Ich kann mir ein Deutschland, wie ich es mir vorstelle, ohne Juden nicht vorstellen. Also mein Begriff von Deutschland beinhaltet, unser Gespräch rundet sich, der beinhaltet die Existenz von Juden. Also dieses alte Deutschland gibt es nicht mehr. Ich hätte es mir gewünscht, dass die beiden deutschen Staaten natürlich ohne Mauer lang aufeinander zugegangen wären. Ich halte den Prozess für irreversibel, habe ich gesagt, dass wir in zwei verschiedenen Bereichen leben. Da habe ich mich geirrt, fraglos. Ich habe mich auch dazu bekannt, das ist problematisch. Was nicht gesagt wird, ist, dass ich diese Rede, die ganz scharfe Angriffe gegen die Unfreiheit enthielt, nicht nur in München, sondern auch in Leipzig gehalten habe. Ich habe sie in Leipzig und in Tübingen und in München wortgleich gehalten. Sie konnte ja auch gut verstanden werden als Verteidigung des bestehenden Systems. Ja, dazu hieß es nicht wahr, also da wurde Rosa Luxemburg zitiert und hieß es nicht wahr, die DDR hat zu akzeptieren, dass es ohne ungehemmte Meinungsfreiheit, ohne öffentliche Versammlungen, ohne Garantie der Grundrechte für jedermann kein humanes Staatswesen geben kann. Das habe ich gesagt, das andere habe ich auch gesagt. Dazu muss ich stehen. Schauen Sie, der Ernst Bloch, dem ich befreundet war, hat später seine Bekenntnisse zu den Moskauer Schauprozessen retuschiert. Ich hielt das nicht für gut. Ich halte diese Rede nach wie vor aus der damaligen Situation geboren für richtig. München und Leipzig. Das hat übrigens auch damals niemand widersprochen. Damals. Keiner hat gesagt, was sagt er jetzt? Aber sie ist natürlich durch die Ereignisse überholt und sie ist darüber hinaus problematisch. Das ist ganz klar. Als Protestant, Herr Jens, stellen Sie unbequeme Fragen. Das heißt, Sie denken um geschichtliche oder überlieferte Dinge. Und Sie zweifeln und sind skeptisch. Aber in einem Punkt hört Ihr Zweifel oder Ihre Skepsis auf, was mich verwundert und was ich sehr schwer miteinander verbinden kann und vereinbaren kann. Das ist bei Ihrem Glauben. Sie haben geschrieben, eine Reform, die Sie am meisten bewundern, ist Luthers Ersetzung des Glaubens an die Autorität durch die Autorität des Glaubens. Woher beziehen Sie Ihre Sicherheit in religiösen Fragen? Zunächst gar keine Sicherheit. Also ich sage mit Bloch, den ich einmal fragte, was hältst du von der Auferstehung des Fleisches, sagte er, ich würde mich auf ein kleines Peut-être, ein kleines Vielleicht zurückziehen. Ich sage vielleicht und vielleicht ist viel. Mir ist sehr viel fremd an der christlichen Religion. Der Vatergott, der Manngott, das Freund-Feind-Denken, nicht wahr? Aber ich glaube, das ist nichts Verpflichtenderes geben kann als die Gebote der Bergpredigt. Und wenn ich noch einmal ein großes Buch schreiben sollte, dann wäre es eine inständige, wortwörtlich inständige, im unpathetischen Sinn, Auslegung der Bergpredigt, nicht wahr? Selig sind nicht die Friedfertigen, nicht wahr? Sondern selig sind die Frieden tun, die den Frieden praktizieren. Absage an alle Kriegsspielerei, Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit, Bekenntnis zu den kleinen Leuten. Das bedeutet mir viel und ich übe mich darin. Das Neue Testament ist oft von einem rüden Freund-Feind-Denken, Ich-Wir-Denken ausgeht. Ich habe die Apokalypse übersetzt, nicht wahr? Weiß, wovon ich rede, die Offenbarung des Johannes. Ich übe mich darin, das Neue Testament sozusagen aus der Perspektive von Jesus zu sehen, von dem es abweicht. Ich habe ja die
Das Matthäus-Evangelium. Ja, Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, jetzt kommt Lukas und sub clausula Jakobea, wie die Christen sagen, und unter Jakobus-Klausel, das heißt zu Gott will und wir leben und ich in 2 Jahren 70 werde, möchte ich dann die 4 Evangelien übersetzt haben. Und da sehe ich auch eine Aufgabe, darin sehe ich eine Aufgabe, die alle Anstrengungen eines Schriftstellers verlangt. Was glauben Sie, haben Sie durch Ihre moderne Sprache, das war ja doch ein großer Versuch und auch natürlich war der Schatten Luthers immer präsent, aber haben Sie durch die moderne, doch teilweise auch entfremdende Sprache, die Inhalte des Evangeliums näher bringen können, sie wieder lebendig machen können? Also für mich ist das Entscheidende, Frau Pinkenheim, die Bibel so zu übersetzen, dass sie im Sinne von Bloch die Gegenwart mit bedeutet. Also nicht das Belassen des Alten, aber um Gottes Willen auch keine Anbiederung, wie manche modernen Bibelübersetzungen so flott. Bibel und Bildzeitung sind verschiedene Sachen. Fleisch, Geist, das ist nicht so einfach zu übersetzen, nicht wahr? Also deshalb auch nicht reine Gegenwart, so Jesus als steiler Zahn oder wie, sondern so will es übersetzt werden, das Alte, dass es Gegenwart mit bedeutet. Haben Sie sich mal die Frage gestellt, wenn Christus heute wiederkäme und man ihn fragte, wie hältst du es mit dem Sozialismus? Ist der Sozialismus mit deiner Lehre vereinbar? Was würden Sie da antworten? Also selbstverständlich ist der aufs Ökonomische ausgerichtete Sozialismus mit der Lehre des Jesus von Nazareth nicht vereinbar. Das genügt nicht. Da schießt etwas darüber. Zu einem menschlichen Leben gehört der Gedanke an den Tod, gehört der Gedanke an etwas, was den Menschen übersteigt, gehört die Bedeutung der Transzendenz etc. Also wenn ich Jesus wiederkommen sehe, sehe ich ihn schon in den armen Vierteln irgendwo auftauchen, unerkannt, und dann vielleicht unter den Hungernden die Goldkirche vom Papst erbaut, die Goldkirche von Abidjan betrachtet und weint. Weit von der Kirche? Weit weg von dem, was er gewollt hat. Es ist die Kirche auf der einen Seite, Glanz und Pomp und Glorie der Machtkirche, und auf der anderen Seite der arme Jesus von Nazareth, im Elend geboren, das darf man sich nicht so traulich vorstellen, den Stall, und erbärmlich gestorben unter grauenvollen Folterqualen. Also da ist die Goldkirche von Abidjan und die Kirche, die reich und mächtig ist, Äonen weit von dem realen Jesus von Nazareth entfernt. Noch weiter wahrscheinlich als Honecker und Brezhnev von den Träumen des frühen Karl Marx. Ihre geistige Heimat, Herr Jens, darüber haben wir gesprochen, sind die Antike, das Christentum, die Rhetorik. Aber alle diese drei sind eigentlich nicht denkbar ohne ein Lebenszentrum. Und dieses Lebenszentrum heißt Tübingen, wo Sie schon seit über knapp 45 Jahren leben. Wie hält es jemand, der so urban, so hanseatisch geprägt ist wie Sie, in dieser Provinzidylle Tübingen so lange Zeit aus? Ich will nicht leugnen, dass mein jetziges Leben seinen Glanz durch den Wechsel von Tübingen und Berlin erfährt. Also so morgens in der Universitätsbibliothek zu sitzen und sich zu sagen, heute Abend bist du bei Harry Kupfer oder Götz Friedrich mit den interessantesten Künstlern hier zusammen zu sein, weil sie hereinkamen. Ich verschaute gerade, ob mal Ade sagt, Marianne Hoppe rein oder wie auch immer. Also jetzt möchte ich nicht nur in der Provinz leben und mich mit Fakultätssitzungen beschäftigen etc., sondern der Wechsel zwischen der Provinz, in die ich mich wieder zurückziehen kann, und hier, wo ich wieder sozusagen auch meine schriftstellerischen Anfänge zurückkehren kann, also der Akademie und dem Leben hier, wo ich wahnsinnig gern bin und
eine Position habe, die mich sehr glücklich macht und mit vielen Leuten zusammen bin, die faszinierende Ausstrahlung haben. Also dieser Wechsel, der ist heute, wo ich älter geworden bin, sehr angenehm. Besticht Sie an Tübingen auch, dass es mehr die Stadt der großen Toten als absolut. Der... Ja, großen, mit denen lebe ich, ja. Mit denen Sie leben. Ja. Das heißt, von Ihrem Schreibtisch ja, aus lebe, schauen Sie auf den Friedhof, ja, auf die Kapelle. Auf Ernst Bloch. Und Sie kennen ja meine Arbeitszimmer in Tübingen, nicht wahr, wo ich dann eben die Kapelle sehe oder sehe, den Friedhof, wo ich auch liegen werde. Und denke an den Ernst Bloch. Und Hans Mayer ist so da und Hans Küng ist so da. Und es sind wirklich viele interessante Leute. Und man sagt dann, es geht mir eigentlich nicht sehr gut heute Abend. Könnte ich vielleicht noch mal auf eine Stunde zu dir rüberkommen? Und gibt es das woanders schon? Das, ja, heute passt es gerade nicht so gut. Oder wir haben Gäste oder so. Also eine Ecke Käse und Gläschen bodenständigen Weins ist dann doch immer da. Und dieses freundliche, urbane, freundliche Leben, dieses freundliche Leben, das liebe ich sehr. Mittlerweile sind Sie ja, kann man glaube ich sagen, zum Synonym von Tübingen geworden. Und begonnen hat es, ja, Sie können das nicht bestreiten, glaube ich, in den 60er Jahren, als Sie Ihre großen Donnerstagskolloquien gehalten haben. Frau Beginner, ich bin sehr gern Lehrer. Und ich habe mich eigentlich nie so sehr bei einer wissenschaftlichen Betätigung als Professor, denn in Baden bei der Mutter wie auch immer, als Lehrer empfunden. Und ich bin sehr gern Lehrer. Also Pädagoge, anderen etwas mitzuteilen und für andere da zu sein, und aber vor allen Dingen auch von anderen zu lernen. Bin neugierig und lerne sehr gern. Solon hat gesagt, muss ich doch mal was Griechisch zitieren, die Zuschauer hören, wie schön das klingt, geras kodai polaridas kamenos. Ich werde älter und lerne dazu, heißt das. Das ist so eine Lebensmaxime von mir. Und was haben Sie von Ihren Schülern gelernt? Ich habe natürlich auch gemerkt, dass die eine vollkommen andere Lebenseinstellung haben, habe aber gesehen, im Gegensatz zu dem, was manche glauben, dass die Jungen umso besser sind, je konsequenter, nicht stur, aber ruhig, beharrlich die Alten sind. Nichts lächerlich als ein alter Mann, der sich den Jungen anpasst. Ja, das meine ich auch. Immer auf der Höhe der Zeit sein. Modern, nein, die Jungen sollen es anders machen. Und sie machen es umso besser anders, je ruhiger und konsequenter, aber nicht an ihren Posten klebend, die Alten ihre Position vertreten. In den Seminaren, die ich ja besonders gern gehalten habe, auch Anfängerseminare bis zum Schluss, haben die Studenten sich dann wohl gefühlt, wenn sie merkten, der Alte hat eine Gegenposition und der redet uns nicht nach dem Munde und der ist uns nicht gefällig und passt sich an und sagt, ach, ich bin ja auch so ein junger Mann. Ich habe immer so gern den Spruch von Plenzdorf zitiert, Jeans kannst du mit 16 tragen oder mit 60, dann mit Hosenträgern. Ja, also da muss man ruhig sagen, gut. Ich habe zwar keine Hosenträger, nie welche getragen. Doch, ich habe sogar Hosenträger, weil einmal bei mir immer beim Vortrag die Hose rutschte so. Und dann hat Ida Ehre zu mir gesagt, ich kann es nicht mehr mit ansehen. Und sie hat mir dann Hosenträger geschenkt. Und jedes Mal, wenn ich diese Hosenträger trage, denke ich an einen Dramaturgen, der bei einem misslungenen Fernsehspiel im Südwestfunk, Manfred Heberlen, mir einmal sagte, der trug Hosenträger. Also Jens, Sie müssen sich entscheiden. Tragödie oder Komödie? Beides geht nicht. Ja. Also, aber sonst ohne. Sie haben mal gesagt, Sie seien eine schmale Begabung. Ja. Sie könnten. Meine Frau hat es gesagt. Das sage ich. Die bestreitet es. Und Sie haben es dann veröffentlicht. Ja. Sie könnten nur lesen und schreiben. Nehme man Ihnen die Bücher und den Federhalter weg und die Schreibmaschine, wären Sie erledigt, wären Sie am Ende. Nein, ich kann wirklich nicht sehr viel außer lesen und schreiben, aber. Ich fühle mich dabei unglaublich wohl, das ist es. Also schauen Sie, es war so im Griechischen, es war immer das Ziel, auf kleinstem Raum das äußerst Mögliche zu leisten. Das ist ein Giebeldreieck, da kann am Rande keine große Figur stehen. Vorgegeben, aber in diesem kleinen, beschränkten Raum
das Äußerste zu leisten. Tempel können Sie nicht zu groß bauen. Und ist nicht um die Thema meiner Doktorarbeit. Vers gegen Vers. Nicht einmal fünf, einmal sechs. Freiwillige Beschränkung. Das Gesetz der freiwilligen Selbstbeschränkung. Das ist, glaube ich, das Grundgesetz meines Lebens. Freiwillige Selbstbeschränkung. Aber in diesem beschränkten Raum das Äußerstmögliche zu leisten und immer bis zum Letzten zu gehen. Das ist schon die Maxime meines Lebens. Sie sind, darüber haben wir am Anfang gesprochen, immer ein Mann gewesen zwischen den Fronten. Von Ihren Gegnern sind Sie respektiert worden, geachtet worden. Aber man hat gesagt, Walter Jens ist ein Linker, der den Rechten nicht ganz geheuer ist. Und er den, für die Konservativen ist er zu, für die Linken ist er zu sehr ein Humanist, ja. alten idealistischen ja. Schlages. Wenn Sie als Anwalt auftreten und Ihr eigenes Plädoyer halten würden, wie würde das ausfallen in diesem Streit um Ihre Person? Also ich glaube, dass ich mich zwischen den Fronten, so wie Thomas Mann es getan hat, der in sehr bewegender Weise gesagt hat, ich würde mich in einem Deutschland, ich zitiere frei, wohlfühlen, in dem Marx Hölderlin liest. Und das ist auch schon meine Idealvorstellung, dass es da zu einer Verbindung über die Grenzen hinauskommen könnte. Im Augenblick trauen sich ja viele nicht, aber den Namen Karl Marx auszusprechen. Man wird eines Tages wieder erkennen, dass es sich um einen bedeutenden deutschen Schriftsteller handelt. Hölderlin steht außerhalb jeder Infragestellung. Ich glaube, dass diese Trennung zwischen dem einen Bereich, der auf die soziale Wirklichkeit ausgeht, und dem anderen, der utopisch vorausträumt, überwunden werden muss. Und deshalb ist nicht umsonst mein Lieblingswort Concordia Discors, einträchtige Zwietracht. Thank you.